Heimspieldebüt in der Sparkassenarena. Am zweiten Spieltag der BKBBL empfing die BG Göttingen ENBW Ludwigsburg. Die ersten BG-Punkte in neuer Halle, sie gingen auf das Konto von Paris Horn. Es war der Auftakt zu einem tollen Abend. Göttingen drückte auf das Tempo, hier Max Weber über das ganze Feld mit dem Layup erfolgreich. Ludwigsburg war mit einem Sieg in die Saison gestartet und wollte in der Sparkassenarena natürlich nachlegen. Hier geht John Bowler mit allem, was er hat, zum Korb. Die BG zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Eine schöne Passstaffette wird von Damien Saunders abgeschlossen, der Dreier zum 13:10. Das Zusammenspiel der Veilchen, es wird immer besser. Hier zeigen Philipp Noch und Raymond Sykes den klassischen Give-and-Go. Noch auf Sykes, der zurück auf Noch. Der netzt ein, Göttingen mit der soliden Führung. Die BG auch in der Defensive hellwach. Hier zieht Joe Hellegbar ein schönes Offensivfoul. Göttingen mit der 10-Punkte-Führung. Raymond Sykes entwickelt sich zu einer wichtigen Schaltstation im Angriff. Hier der schöne Pass auf den Big Man-Kollegen Damien Saunders. Göttingen blieb vorn. Die BG kam nun richtig ins Laufen. Lewis Dale mit dem Dreier erfolgreich. Nun klappte fast alles. Kejoe Hellegbar lässt die Kugel fliegen und Paris Horn mit dem Alley-Hoop-Dunk. Weil es so schön war, gleich noch einmal. Horn kommt durchs Bild geflogen. Der flinke US-Amerikaner, er war der Mann in der ersten Halbzeit. 23 Punkte gingen alleine hier auf sein Konto. Immer wenn schnell gespielt wurde, wurde es auch erfolgreich. Philipp Noch wird in Szene gesetzt von Horn. Noch stopft ein, trotz Foul erfolgreich. Der Freiwurf war drin. Wenig später Paris Horn unwiderstehlich. Der Dreier zum 48:33. Ludwigsburg wollte aber nicht abschenken und kam stark aus der Kabine. John Bowler im Post erfolgreich. Anschließend setzte sich Donatas Savakas am Brett durch. Ludwigsburg wettete Morgenluft. Göttingen fand jedoch die richtige Antwort. Raymond Sykes mit den 7-Meilen-Stiefeln gen Korb. Die BG, sie blieb am Drücker. Und Paris Horn, der Mann der ersten Hälfte, überreicht den Staffelstab an Lewis Dale. Erster Dreier. Und wenig später ging es ab über das ganze Feld. Dale lässt sich von nichts und niemandem aufhalten. Und netzt 1:64:54. Das war natürlich ganz nach dem Geschmack der 2700 Zuschauer. Eine tolle Stimmung in der Sparkassenarena. Und davon angespornt, Lewis Dale mit einem weiteren Dreier, Göttingen nun wieder klar vorn. Er überzeugte mit 9 Assists, hier selbst am verwertenden Ende Max Weber. Das Spieltempo wurde hochgehalten, einer spielte mit viel Selbstvertrauen auf, Philipp Noch hier mit 2 seiner 11 Punkte. Jeder zweite Göttinger Dreier saß, Lewis Dale hielt besonders gerne drauf, 20 Punkte in 17 Minuten. Zum Abschluss wurde es nochmal spektakulär. Paris Horn, dieses Mal mit dem filigranen Alley-Hoop-Korbleger. Göttingen gewann das Spiel mit 93:71. Paris Horn 28 Punkte, 4 Assists. Raymond Sykes 17 Punkte, 7 Rebounds. Bei Ludwigsburg Alex Harris mit 15 Punkten am erfolgreichsten. Johannes Lischka mit 13 Punkten.